Wir sind heute im Vereinsheim des SV Frickenhofen. Wir haben ein paar alte Veteranen hier, die damals beim Pokalspiel 1966 mitgespielt haben. Von links Willi Preuß, Siegfried Munz, Siegfried Küngäder und Josef Kugler. Der hat aber nicht gespielt. Der nicht gespielt hat. Wir haben ein Bild vorbereitet und möchten jetzt einfach Sie vier bitten, etwas darüber zu sagen. Wer möchte anfangen? Also das ist die erste Mannschaft. Das SV Frickenhofen im ersten Pokalturnier des Vereins 1966. Vor dem Eintagesspiel gegen den ersten FC Escher. Da war es noch schön Wetter und nachher ist ein bisschen schlecht, aber da hat man kaum mehr Spiele können, das Endspiel. Da ist man wieder im Lehm versunken. Da muss man sich das Sportplatz vorstellen, das ist bei einer Lehmgrube. Und da ist man beinahe im Lehm versunken. Und das war noch kaum ein Tag gespielt, da war es herrlich Wetter. Und das war praktisch unsere Stammelfte. Beide Vorstände, Hans Hägele, Alte Beiswanger, Trainer Fuchs, Reinhold Laun. Kenne ich ja bekannt, auch der VfB Stuttgart. Als Hausmeister, da ist er heute tätig, als erfahrener tätig. Von dieser Mannschaft sind schon alles. Diese Mannschaft sind leider schon 30 verstorben. Also auf dem Bild sind folgende Personen. Von links nach rechts, hinten stehen erster Vorsitzender Hans Häger, der zweite Vorsitzende Walter Beiswanger, Helmut Bauer, Heinz Grau, Heinz Häger, Siegfried Munz, Erwin Schneider, Josef Nucha, Manfred Kargl und Gerhard Schlauch und Trainer Reinhold Laun. Vorne Nient, Willi Preuß, Siegfried Küngäder und Otto Frey. Das war praktisch so die Stammmannschaft im ersten, zweiten Jahr. Da hat man so wilde Spiel gemacht, hat man gesagt, irgendwo hat man mal gespielt und hat sich so zusammengetan. Und mittlerweile sind noch also ein paar sich zusammengegangen, da war er dabei und der Josef und die hätten ja praktisch gleich noch angegangen, dass man den Verein gründet. Also die erste Versammlung war in Mittelbrunn im Lever. Ja. Und die zweite Versammlung, die war in Frickenhofen in der Sonne. Am 3. Juli. Ja, das weiß ich jetzt nicht, das weißt du vielleicht besser. Zu der Versammlung langt es so, wenn man so schwätzt. Da sind wir eigentlich mädig abends, ich habe früher im Lever in Mittelbrunn auf Bayern, ist da immer Sport von Bayern gekommen. Und da bin ich der Siegfried, mein Bruder, der Robert, der Gerhard Frey und ich, wir sind halt immer da gewesen und haben die Spiele angehört. Und da ist die Idee eigentlich ein bisschen aufgekommen. Da haben wir vier auch die Einladungen geschrieben. Die haben ich mit der Matriz früher noch mit dem Scheibmacher geschrieben müssen, dann mit der Matriz durchlassen, ein um den anderen. Und wir vier haben es noch verteilt auf den 19. Juni 65. Und da war es, wie viele Leute es muss im Protokollbuch standen, dass da da gewesen sind. Das weiß ich jetzt nicht. Und da ist noch einmal gleich Wahlen gewesen. Da hat der Hans Hägerle als Vorstand gewählt worden, Kassierer Heinrich Grau, ich als Schriftführer und der Trainer, den hat man damals, der Reinhold Laun, der war auch da, der hat noch Trainer gemacht. Und Ausschuss hat man da schon zwei Stück gewählt und zwei Wochen später in der Sonne in Frickenhofen hat man da zweiter Vorsitzender gewählt, der Walter Beiswanger. Und nochmal zwei Ausschussmitglieder, so haben wir halt angefangen. Ohne Geld.
wenn da nichts geht. Aber vom alten Verein, also das muss ich sagen, der Kassier, der Heinrich Grau und ich, unser Schulders, der Hamm, der Heinrich Hamm, wenn ich es richtig sage, der hat uns so eine Haussammlung genehmigt im Sportverein. Und da sind wir zwei von Haus zu Haus gelaufen und haben halt die Leute wissen wollen, für was. Und wir haben gesagt, für Tor. Wenn er nicht einmal Netz gehabt und gar nichts. Und dann haben wir da angefangen. Und 14 Tage später, noch, wo wir in der Sonne waren, da sind wir noch eine Woche später zum Gottfried Eimann um. Der war Hausmeister in der Schule. Und der hat 200 Mark vom Alterssportverein. Das war noch unser ganzes Bargeld, das wir hatten und dann halt sparen müssen. Ich fahre, die haben sagen, 4,50 kostet, das war ich in einem Kopf, ohne mit dem Federle. Dann, da hast du 4 Eckfahne bestellt, die haben gerade 18 Mark gekostet. Da hast du Porto noch zahlen müssen. Also. Ja, so ist halt quer. Und dann ist man hergekommen und hat sich miteinander zusammengestellt und hat gesagt, gut, dann müssen wir halt einmal Sonntagmorgens oder irgendwie einmal ein Spiel machen, wie wir auch, ob wir überhaupt anfangen können. Und so hat sich das noch gegeben. Gut, die Spiele haben noch stattgefunden. Manchmal hat man gewonnen, manchmal hat man verloren. Und dann ist halt mit der Zeit, und der 65 ist noch richtig angegangen. Und von da aus ist noch auch richtig trainiert worden. Vorher hat man so halt ein bisschen, und wir zwei zusammen, ich und der Sieger, ein Training gemacht. Und das hat auch geholfen damals. Bis noch unser Reinhold Laun das noch in den Händen genommen hat. Und dann ist noch richtig losgegangen. Gib mir nochmal dein Ding. Zu dem Reinhold Laun nochmal etwas. Ich habe einmal, wir haben einen Spielerpass gebraucht, weil am Anfang, wenn du dagegen gekickt hast und hast keinen Pass gehabt, die wäre der auch gestraft worden. Unter anderem haben wir gegen Schechingen gespielt. Da war der Spielleiter, der Dussling, das war hier in der ZDF neben dem Vorstand, neben dem Hans Eigele geschafft. Aber nochmal zurückkommen zum Reinhold Laun. Ich habe da den Spielerpass geschrieben. Und er hat bei seinem Bruder in Eschach, beim Herbert Laun, die haben zwei Lastwagen gehabt, die haben aber seinem Bruder gehört. Und da ist er gefahren. Und er ist fast jeden Tag nach Stuttgart gekommen in den Hafen, den er Kies und Schotter und so Sachen geholt. Und dann haben wir dem die Spielerpass mitgegeben und er ist mit dem Lastwagen mit Hänger an die Gedestraße nachgefahren, wo der WFV-Gewehr ist. Hat ihr Pass abstempeln gelassen und hat es abends wieder gebracht. Und wegen dem haben wir auch so schnell zu Pass gekommen. Er hat so, das war schon so. Und kein Mensch hat gewusst, im Anfang, dass so wie der Sieger, der hat ja ein Geschwind gespielt, dass wenn der eigene Gemeindeverein aufmacht, dass die Spieler, Auswärtsspieler, sofort frei sind. Hat keiner gewusst. Das haben wir erfahren vom Staffelleiter, vom Riegen Wetzgerdieber, wo wir da drüben waren. Und haben halt noch geschwind geschrieben, die wir da gewesen sind, haben die Pass gekommen. Sieger, du hast in Kirchenberg gekickt. Ja. Der Bauer, der Helmut, hat in Eschen gekickt. Und da haben wir die zusammengeholt. Und dann die eigenen noch dazu. Und dann ist da so ein Haufen angekommen halt. Ja, so war es halt. Geschwinder waren wohl narrt. Weil der Sieger war ja ein super Torwart und hat Erwin Schneider noch, die haben ja auch gut, der hat das ja im Außenverteidiger gespielt, soviel ich weiß. Also an dem, wo ich mich richtig erinnern kann, wo wir, da sind wir seinerzeit, wir sind ziemlich vorne dran gestanden und dann haben wir eine Spielkette in Eidendorf und Eidendorf war seinerzeit der Letzte. Und die sind gerade ein Jahr bestanden. Ja, und wir sind vorne dran gestanden und wir kommen nach Eidendorf nander. Und was ist, wir verlieren das Spiel in Eidendorf. Mit 2 alles. Ja, und
Also ich kann mir noch, ich sehe das heute noch. Die sind auf dem Platz, die nach dem Spiel, die haben sich gewirkelt und gefreut. Wir sind da gestanden hintereinander, da haben wir angeguckt. Und verloren ist verloren gewesen. Und natürlich nach einem Sieg, da haben wir natürlich richtig gefeiert. Aber jedes Mal. Und Freibier hat es nach jedem Spiel gegeben und wenn wir verloren haben. Ja. Aber so oft haben wir nicht verloren. Ja, so und so. Ja. Da wo es um Dorf ist, dem Jahr. Da wo wir laufen werden, da haben wir in Mohadal noch alles null verloren. Ja. Und in Goldorf gegen Goldorf 4-3 verloren. Ja. Und am Anfang haben wir Straßdorf mal Pokal gespielt. Ja. Da sind wir krasse Außenseiter gewesen. Da haben wir den Pott geholt gegen die stärksten Mannschaften. Das ist in Straßdorf gewesen. Ja. Selber war in Straßdorf der Schiedhering Spielleiter. Und er war Autoverkäufer beim Wagenblast in Gmend und ich habe bei dem Auto gekauft. Aha. Ein neues. Und dann hat mir der Herr ja ein Torwart, bei der Normannia übrigens, und dann hat er dem Hals so dran gekommen. Und dann sind wir da eingeladen worden, nach aufzu. Dann haben wir das erste gegen Rechberg halt im Endspiel, das weiß ja, ich das noch. Ja, das weiß ich auch noch. Ja. Und gegen wen Sieger haben wir vorher gespielt? Weiler. Weiler. Und dann haben wir einen Putt gekriegt, der war gerade so hauch. So halb wie das. So. Aber das war ein Fest, wie wir den in Lehen eintragen haben, gell? Ja. Da war eben das Los erhoben, wo wir den Becher brachten. Und heute sind es ja ganz andere Kiebel. Außer im Volleyball sind es ja so Mini-Häfele da, gell? Da ist ja nicht der Wert, dass man da umeinander möchte eigentlich. Ja, das war dann gleich das 66. Pokalturnier, ja. Dober. Ja. Da ist noch hitzig hergegangen. Wir hatten da Pfiffer durch. Der Kaffee-Leihmüller-Leih, gell, von Leitzell, oder nicht? Hat den der Zipfel nicht selber noch schier einen Riesel nachgeschlagen und denkt, da irgendwie. Es ist gerade so drum umgegangen, weil die Feinste waren mir am Anfang auch nicht. Wenn man heute sieht und liest von Emotionen bei der Bundesliga frei, das ist nicht viel quer gegen uns, wir können ja nicht verlieren können. Wenn ich mich erinnere an das Kaisersbacher Spiel, erzähl du das, da du es gibt. Ja, von der ersten Mannschaft. Ja, da wurde Frank den Ghost verschlagen. Ja, hat das ein Spiel quer, also unter den Spielern ist ziemlich ruhig gewesen, aber das ist gegangen um einen Einwurf. Und ja. Der Erich Bauer nimmt den Ball seinerzeit und kickt ihn nebeneinander. Und der Ball war weg und dann ist losgegangen. Und ich bin hergekommen, ich habe gerade Sonne gehabt, dass ich mein Spieler, ich bin Spielführer gewesen, die Spieler zusammengehoben, dass unter den Spielern ruhig gewesen ist noch. Und das war auch selber mal, aber außerhalb ist halt doch als etwas vorgekommen. Da ist ein Zuschauer, die haben halt, so wie ich auch mitgekriegt habe, ihm halt einer draufgeschlagen und dann ist der gekommen. Ich bin eher beim Schiedsrichter gestanden und dann sagt der Herr Schiedsrichter, gucken Sie, mir haben Sie 10 eingeschlagen. Wer zahlt ihr? Ja, wer zahlt es? Wir sind noch ruhig geblieben. Da ist nachher im Umzug ist ja auch nichts passiert. Da hat man sich auch noch, da hat es noch keine Dusche gegeben und noch gar nichts. Da hat man sich einmal getrunken, hat man sich ein bisschen angewaschen und fertig. Und dann war das Spiel nachher, das ist ja noch mal weitergelaufen. Und ich weiß nicht mehr, wie ist denn das ausgegangen? Also ich kann es nicht sagen, wie, aber. Das ist halt ein bisschen ein Tumult gewesen damals. Ja, dann ist ja Polizei noch gekommen. Ja. Frank Mittelbronn ist ja das quer mit dem Zahn geschlagen. Ja. Und zum Frank Friggerhofer, zum Zeppel ist Polizei gekommen. Ist Polizei gekommen. Ja. Ja. Und der die haben den Frank gesucht und haben aber den richtigen nicht gefunden. Ich halte so, wer dort ist, Frank Friggerhofer. Ja. Und da sind die Polizisten halt zum Frank Friggerhofen da. Und Frank Mittelpunkt, Herr ist quer. Das hat man ja denen ja auch nicht erzählt. Ja, ja. Das darf man ja nicht machen.
Wenn er selber auch schon Verteidiger müssen, wenn man von dem ausgeht. Das kann man ja nicht vergleichen mit der heutigen Zeit, der ganze Spielbetrieb. Dass man da Fußballstiefel kennt, dass man da Stunde seine Zeit aufnehmen kann. Ja, ja. Kurze, lange Stunde aufgeschraubt, bevor das Spiel. Fußball hat man kennt, wenn man gespielt hat, weil man lange aufblasen hat und dann oben zugeschnürt wird. Ja. Und da hat die Naht auf den Kopf gekriegt, dass beim Kopfball, das hast du gemerkt. Das hast du gemerkt, ja. Das war eine ganz andere Zeit. Und dann hat er hier noch einen Sportplatz, wo ich ja vorher das Basket hat. Aber die anderen Vereine hätten auch nicht viel bessere Sachen gehabt. Wie Kaisersbach oder Gschwind, Sandplatz und so. Dann hat er Lehmprobe gehabt. Ja. Und Training, das hat man auch gemacht. Der Laden, da haben wir ja keine Halle noch gehabt im ersten Jahr. Die Halle ist erst an der 66 gekommen oder an der 67. Hat man da im Nebenzimmer hat man da trainiert, Gymnastik gemacht. In der Wirtschaft. Ne? Ist man gleich beim Getränke gewesen, war auch schon. Ja, Sänger der Nacht. Ja? Sänger der Nacht, live da. Wilde Häfle, dann habe ich bei Sänger der Nacht noch wieder heim. Und dann ja, Leben weiter trainiert. Gymnastik. So haben wir sich da fit gehalten. Um die Obstbeim rumgesprungen. Und nachher dann ist man wieder rein in der Leber, ins Vereinslokal. Und ja, dann war Spielerversammlung und fertig. Ist Mannschaftsaufstellung gemacht worden. Ja, da haben wir die Verhältnisse. Dann hat in dem Platz, da war einmal in einem Feindschaftsspiel gegen Groß Aschbach gemacht. Dann war er zu putz kaputt. Da ist nichts mehr gegangen. Dann haben wir einen Haufen Sand gefiert. Es hat auch nichts mehr geholfen. Und dann ist unser Vorstand hergegangen, hat Verhandlungen für den Obermeister. So ist ja der Ober praktisch ein Ausweichplatz entstanden. Mhm. Aber der war auf der Seite, wo es der Firma Sippli Halle hat, war ja der wieder durch den großen Graben gegangen ist, wo man mit Sand aufgefüllt hat. Ja. Und hat man da unten drin gerichtet. Und wie? Unser Vorstand, wir haben mal am Marché-Stand gesehen, in Schlechtbach stand, wo sie Wiese trainiert haben, also entwässert. Da hat das wäre ja so ein Sportplatz mit dem da geredet. Und dann ist die Marché jetzt mal da gewesen. Dann ist der ganze Sportplatz alle 5 Meter Graben gezogen worden. Die Schulen haben freigelegt, der Bach, die eine halbe Räder verlegt, der Marché. Und hat man es wieder aufgefüllt, mit Schotter. Ja, da hat man da unten hergefahren. Ja, mit Schubkarren. Ja, dann hat man den Schubkarren genommen und hat den Sportplatz lang gefahren. Der ganze Sportplatz mit Schotter aufgefüllt oder hat die Gräber aufgefüllt. Und das alles von Hand. Das ist ja aber lauter Spieler mehr. Also niemand anders. Und dann ist ein Geschwindsor vielleicht der Kuckuck hat erbaut. Eine Halle gebaut und das ist ein sandiger Boden beim Geschwind. Wenn wir da einen Haufen, die ganze Sand da auffahren war und den Sportplatz rein und dann wieder eben gemacht war von Hand. Dann hat man wieder die alte Dorfpost, da hat man genommen, da hat es einen Schlepper hinten angegangen, da hat es ins Leben gezogen. So hat man planiert damals. Ja, ja. Ja. Nur weißt du, dein Vater. Hast du ja was mit Sand kommen können. Ja, und der Vater hat damals noch den Sportplatz gesagt, von Hand. Ja, Rasen von Hand hat er auf gesagt. Das hat ihm sein Vater noch gemacht. Ich soll da zur Spielberechtigung beim WFV. Und ich denke, wir kommen nach Kocherems, da in den Bezirk da hinten. Das ist aber nicht so gern, wir haben nach Bezirk Stuttgart spielen müssen. Das heißt, unter Rot, Weiler zum Stein, Burgstall, Erbstädter, Sechselberg, Wind ist der Groß Erlach, Sulzbach, Much. Da haben wir die Türrichtung, wir haben einen Kilometer fahren müssen. Das war furchtbar. Und hier halt elf Jahre einen Antrag gestellt auf Umgliederung vom Sturgut weg nach Kocherems. Sieger, wenn ich das gehe, nach 6 Jahren oder was, irgend so rum. Der Beislingerswalder war Vorstand, bis er das einmal gemerkt hat, dass das so etwas besser ist.
Dazu noch in Großerlach, das war ein ganz hitziges Nest da oben auf dem Buckel. Da hat es ja jedes Mal Reibereien gegeben. Da haben wir einmal einen Flutlichtmast da umgerissen. Aber das ist wegen dem gewesen. Da haben wir verloren. Das haben wir mal OS2, das weiß ich auch noch. Und die haben auch bloß Flutlichtmaster gehabt. Wir haben auch keinen, wie so ein Telefonmaster. Ein bisschen wackelig war er. Und dann hat so lange gerissen, bis er da gelegen ist. Naja, das hat allerdings am Ergebnis keine Rolle gespielt. Aber da ist jedes Mal ganz pep an der Polizei vorbeigegangen. Den haben manche ausgestellt waren. Aber so wie der Schneider, der Erwin, der Mittelstürmer, der Fleig, der Saubauer da haben. Weißt du, das tut man auch nicht, wenn man den fragt, ob er seine Kirche schon gemolken hat. So wie der das gemacht hat und so weiter. Ja, da hat man noch einfach provoziert. Und der Semmler, glaube ich, so viele war es rausgekommen. Es war aber ein bekannter Priegler, der Dinger da, der Elende. 72 oder so, da sind wir ja noch in Kohärenz gekommen. Da sind wir, ja, ich weiß nicht, wie man das vorstellen. Sportkreistag war in Heibach. Und da war der Siegfried Rieck, war da Sportkreisvorsitzender. Ja, der Rechtsanwalt von Barger. Von Barger, und der war Schuldes nachher bei in Gerstetten. Bei Heutner da oben. Ja. Weiß nicht mehr. Ich glaube, Gerstetten war noch ein Bürgermeister. Und der hat es nachgebracht, der hat uns geholfen. Ja, und den haben wir ja, wenn ich schon dabei war, den haben wir ja auch geschrieben. Und das er war soll halt uns helfen und so, ja. Und der hat auch ein Wort gehört, das muss schon so sein. Der hat ein Wort gehört und das war halt auch, er hat für Fußballer gesehen, das war halt ein exzellenter Fußballer von Jahren. Oder war es früher in seiner Zeit noch. Und der hat uns geholfen und durch das sind wir noch da in Bezirk Hohenems gekommen. Da sind wir beim Rechtsanwalt beim Wedinger geschafft, da haben wir so wie vom Auto gefeiert, zu dem sind wir neu. Wir haben gesagt, was los ist. Wenn wir mit dem geschwätzt sind, am Sportkreis in Heilbach, ist das alles wunderbar gelaufen. Ein paar Wochen später ist das schon in die Bühne gewesen. Mhm. Vorher hat man schon mit dem Sportkreisvorsitzender Erlebusch hat man viele Gespräche gemacht. Wir sind zum Wecker hat der Kaiser, irgendein Wecker der Staffelleiter, wir haben zum Staffeltag nach Backener müssen. Wo gibt's denn das heute, wenn heute einer nach Stuttgart muss zum Staffeltag, der sagt, leg mir einen Marsch. Und der Erlebusch, den haben wir wegen Sportplatzfahrer gemacht. Ja, der war ja SPD, der war schon mal bei ihrer Wahlversammlung da. Ja, da haben wir gleich gestupft. Und große Sprechungen gemacht und kalte hat er gar nichts. Ja, das stimmt. Mhm. Aber der hat halt, das war so der Film. Nein, das ist das Geld in der nächsten Kinder. Ja. Mhm. Und weißt du, wie es von der Oberheimer komme ich? Nix. Das ist halt. Und unser Platz war ja schlecht. Das war ein Leimboden, richtiger roter Leim, Leimer, sag mal bei uns. Aber die anderen Plätze waren auch halt schlecht. In Sulzbach-Much, da hat es Graswischel gehabt, die sind 10 cm hoch gewesen. Und liegen drin, die haben gar nichts gemacht, das ist wie ein Acker gewesen, das ist auch so gespielt. In Sechselberg, ui Sandacker, ui Dings. Einmal der Mittelstürmer über das Knie übergelassen, da hat er gesagt, drunter Wetter, jetzt hängt Knie gerade zu, jetzt sind beide wieder hin. Und das Alter doch da und. Wenn war er so ein Tag, und da hat so viele schlechte Plätze gehabt, das ist nicht was bei uns so gewesen. Aber uns war halt der anhängig, der fest an die Schuhe dran. Sieger, erzähl mal das, wo wir mit dem Bus mit dem zweiten Punktspiel nach Backener sind. Also das war mal Sonntagmorgen, da haben wir spielen müssen um halb elf. Wir sind, es war das zweite Spiel. Murat Alm, das erste da und das zweite Spiel war Backnern. Geregnet hat es auch und ist nicht so gut gewesen zum Spielen. Und dann sind wir hergekommen und haben gesagt, da fahren wir mit dem Bus nach. Der Bus war voll. Und natürlich, wir kommen dann raus, da sind wir auf etwas gestoßen. Da hat man halt noch schon gemerkt, dass die andere Klasse spielen wie wir. Und da hat es halt auch Tore gegeben. Und das eine davon war halt so,
Der Irwin Schneider, der ist hergekommen, wo das Spiel aus war, hat er noch zum Schiedsrichter gesagt, ob er noch weiß, wie viel Tor das wir gekriegt haben und was wir geschossen haben. Na, hat er nicht so viel gesagt. Dann sagt er, wenn er es zählen will, er hat auch einen Nachgang am Tor, am Pfosten, habe ich jedes Mal bei jedem Tor einen Strich nachgemacht. Und das sind 7 gewesen. Und das hat er noch einmal angegeben. Und dann sind wir aber noch hinterher, sind wir noch nach Vonsbach. Und zum Mittagessen. Das war noch der Abschluss ohne Weg, obwohl man hoch verloren hat. Ja, aber 6 Holz. Der Schneider hat gesagt, 7 Striche haben wir noch gemacht. Haben wir das erste Mal davon gehabt. Aber das wichtig ist, wenn wir in uns geschossen. Vonsbachnasen, wenn wir um 7 Mal angefangen haben. Dann waren wir mal Pokalturnier in Vonsbach drunter. Und wir von da oben, wir müssen das erste Spiel machen. Und gleich morgen um 7:30. Um halb sieben. Ja, und so den ganzen Tag immer wieder spielen müssen. Und wir, wo am weitesten weg wären, wir hätten anfangen müssen. Und im Endspiel haben wir mit 12 Leuten gespielt. Da haben wir nämlich Kinder, die haben 5, 6 Frische geholt. Und wir sind halt noch schneller gewesen wie wir. Da haben wir nämlich Kinder. Und für das Spiel. Wir haben keine Reserve mehr gehabt, dortmals.